Herr Bötticher, wir sind auf dem ECR 2015. Welche Lösungen haben Sie mitgebracht? Ja, wir haben hier zum, ist ja ein Radiologie-Kongress, auf dem wir uns hier befinden. Und wir haben mitgebracht unsere neueste Version von Jive X, dem Enterprise PAX, mit neuen Funktionen, die ich jetzt nicht im Detail alle aufzählen möchte. Die finden auf jeden Fall guten Anklang. Unsere Kunden besuchen uns hier, allerdings auch unsere Partner, mit denen wir weltweit verknüpft sind. Und das ist das, was wir hier auf dem ECR zurzeit ausstellen. Was ist an Ihrem Ansatz besonders und was nutzt dies dem Anwender? Was man hier im Hintergrund ein wenig sieht, wir sind zwar auf dem Radiologie-Kongress, nichtsdestotrotz fragen auch die Radiologen nach Lösungen, die über die Radiologie hinausgehen, dass das PAX, das klassische Radiologie-PAX, keine Sackgasse darstellt, sondern dass es eine Verbindung gibt zwischen Bild, Biosignaldaten, Videodaten, Dokumenten, ein medizinisches Archiv als Ganzheit im Krankenhaus, in der Institution vor Ort, die ja eine nahtlose Verbindung mit den Daten aus der Radiologie schafft. Und das haben wir gemacht mit unserem JiveX Medical Archive, was wir eben auch hier auf dem Radiologie-Kongress ausstellen und was gerne angenommen wird, sich mal anzuschauen. Und letzten Endes verbirgt sich dort hinter ein IHE-konformes medizinisches VNA. Das ist unser Ansatz und ich glaube, das ist das, was uns hier auch auf dem ECR ein wenig abgrenzt von anderen Anbietern.